es kommt herbei, singt dem Herrn. Festliches mal generell ein bisschen alle Register an. Jetzt haben wir hier 10 oder 9. Thank you.
Ja, das war's. Ich verspreche immer. Bisschen Blödsinn darf auch sein an dem Tag, wo nichts passiert. Jawohl, gell, Joachim? Jawohl, richtig. Ja, bleibt das Orgel schon übrig? Ist so, okay. Dankeschön für die Orgel. Hier zu Gast an der Kirche, Pfarrkirche St. Vitus in Katzdorf. Und ich habe jetzt die Ehre gehabt, die Orgel zu spielen. Allerdings ist den Herrn Glockenklang die Puste ein bisschen lastiger, glaube ich. Das stimmt, fand ich echt lustig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist sehr lustig. Entschuldigung, ich bin sehr übertrieben. Ja, das ist die alte Orgel von Wallisti, wenn du das kurz erklären kannst. 1893 von Mauracher in St. Florian. Wow, das heißt praktisch eine Rarität praktisch von Österreich. Genau. Aha. Die Kirche selber ist von 1645. 1838 ist der Blitz eingeschlagen und da wurde sie wieder neu aufgebaut. Aha. Und ganz vorne, wo das Kreuz ist, Presbyterium, ist von 1645. Ah, okay, das heißt praktisch, ja, weil früher hat es den, da hat man früher praktisch immer, ich weiß, es hat von Genderef, vom ersten Vatikanischen Konzil, dass man so keinen Volksvertrag gehabt hat, und dann hat man immer zum Altar hingebetet. Genau. Okay. Das heißt praktisch, die Kirche war früher auch im neugotischen Stil oder neuromanischen? Neubarock quasi. Aber die Altäre waren irgendwie, ich weiß nicht, die Seitenaltäre waren anders. Die waren Renaissance. Ah, Renaissance, okay, da habe ich mich geirrt. Okay, generell ist die Kirche ein bisschen schlicht gehalten und warum ist das so? Die ist dann beim Zweiten Vatikanischen Konzil total ausgeräumt worden, weil man sich auf das Wesentliche konzentriert, nämlich auf den Tabernakel und nicht auf den Altar. Das heißt praktisch, richtig, das habe ich auch mal gemerkt, also gewusst, beziehungsweise mal festgestellt und auch mal gehört, dass generell Purifizierung dann öfters mal irgendwie der Stand der Dinge war und heute man möchte irgendwie was zu tun, zurückführen, aber kein Geld hat, oder so ist das. Genau. Alles klar, ich bedanke mich für dein Gespräch. Bitte. Okay.